Wer seid ihr denn? Wir sind Familie Eisschuppe. In Sahar fühlt sich jeder magisch. Das ist alles an diesem einen Dragonborn, den Namen Gash. Hat er eine Kralle um? Ich habe den Eindruck, dass die Jünger, die er dadurch um sich versammelt, ihm in irgendeiner Art und Weise etwas schuldig sind. Damit macht er sich gerade zum einen der mächtigsten Männer auf diesem Kontinent. Hallo und willkommen zurück zu Dammit, das erste Mal im Dungeon. Letzte Folge haben wir neue Höhen erreicht und wenn ihr jetzt das Video liked, dann wird's noch viel besser. Also los geht's! Wir mussten fliehen, weil in Sahar ist plötzlich jeder magisch. Jeder hat Fähigkeiten, die übernatürlich oder magischer Natur sind. Das liegt alles an diesem einen Dragonborn, dem Namen Gash. Möchtet ihr vielleicht mit rauskommen? Ja, ich denke, dass... Wir haben da Freunde. Mhm. Die kommen alle drei raus. Schaut euch an. Hallo? Hallo? Lass mich mal ziehen, ja? Sorry. Ich ziehe John. Wer seid ihr denn? Wir sind Familie Eisschuppe. Das ist mein Sohn Nataro. Ich bin Sheila. Und das ist Zorn, mein Mann. Und... Grüßt. Unser zweites Problem betrifft auch die. Inwiefern? Wir sind aus Sahar herübergekommen auf Piratenschiffen, die uns den Überweg erlaubt haben. Und wir mussten fliehen, weil in Sahar sehr viele Leute bekommen magische Kräfte und das ist einfach außer Kontrolle geraten. Und wir glauben und wir sind ziemlich sicher, dass es an einem Dragonborn namens Gash liegt, der Leuten einfach magische Fähigkeiten gibt. Was wisst ihr über Gash? Nicht viel. Tritt auf als Dragonborn mit einem Mantel, mit ein paar seiner Jünger oder wie er die nennt und dann führt er mit Leuten Gespräche oder weiß ich nicht, Rituale? Schwer zu erklären. Auf jeden Fall bekommen die Leute dort alle magische Fähigkeiten. Hat er eine Kralle um? Er ist ein Dragonborn, demnach hat er auf jeden Fall... Ja, aber um den Hals? Oder irgendwie anders eine Kralle dabei? Nee, das ist... Und du bist mit deiner Familie seit zu dritt über das Meer gefahren? Wir sind zu sechs gekommen, aber die anderen drei haben es nicht geschafft. Sie wurden entweder in Städten oder schon auf dem Meer tötet. Also, wir beschützen euch. Wir beschützen euch. Ich fürchte, aber bezüglich eurer Flucht habe ich noch mehr schlechte Nachrichten für euch. Gash ist hier auf diesem Kontinent. Und die drei schauen sich alle an. Ist es denn irgendwo sicher? Master Jay schaut sich an. Das ist sehr komisch. Ich glaube, die müssen mir noch Geld geben, die drei, wenn ich die noch immer finden muss. Naja, dafür, dass wir das jetzt ausgecheckt haben, nimmst du die drei auch mit. Aber ich krieg dasselbe Geld. Ja. Ich krieg dasselbe Gold, demnach 60. Ja. Deal. Ist ja auch nur der halbe Weg. Ja, dann lauft ihr gern durch den Schnee oder wollt ihr euch auf den Schlitten setzen? Nataro auf jeden Fall. Ja, ich setze mich gerne auf den Schlitten. Komm, gib's den Schlitten, sagen die beiden. Wir können auf jeden Fall gehen, das ist in Ordnung. Ich setze mich auch wieder drauf. Die sind alle etwas am Zittern, aber also auf jeden Fall ist denen nicht angenehm warm. Achso, den Mantel. Ich bin ja auch die ganze Zeit. Die Mutter nimmt das sofort an und nur wenn das okay ist, gibt das dem Sohn. Bitte, die brauchen das selbst.
wir sind ja nur Haut. wir kommen da schon ein bisschen besser mit klar. Master Jay, haben Sie Gold dabei? Nicht viel, wieso? Wie viel? 10? Das reicht mir. Und er greift in seinen Rucksack, ja, den er trägt, jetzt ab und gibt noch 2 Mäntel für die Eltern ab. Nee, passt schon. Was machen wir? Das kann ich nicht annehmen. Und er drückt ihm das Geld in die Hand und er. Egal. Weiter geht's. Mhm. Ihr seht beim Gehen, dass die Stadt sich immer weiterzieht. Und die Stadt ist relativ groß gewesen, aber je höher ihr geht, desto tiefer wird der Schnee. Und demnach verschwinden irgendwann die Häuser über einer Schneemasse. Ihr geht nun rechts an der Spitze von Mitschwitz vorbei. Ihr geht also nicht komplett drüber natürlich, ihr geht jetzt mehr so einen Bogen, um das Schlimmste zu verpassen. Master Jay, sagt mir, warum gehen wir östlich um Mitschwitz herum? Westlich ist alles zugemauert. Okay. Das ist ein Anwesen von ihnen. Dem mit dem Palast da, dieser Villa da. Der geht bis da hoch. Er geht da rum. Ach so. Also es ist nicht möglich, da hochzukommen, wenn. Ja. Leute. Denkt ihr, ist es Cash Plan, einfach jetzt jeden zum Magier zu machen und damit Chaos zu verbreiten? Klingt so. Das ist weitaus schlimmer. Ich habe den Eindruck, dass die Jünger, die er dadurch um sich versammelt, ihm in irgendeiner Art und Weise etwas schuldig sind. Damit macht er sich gerade zum einen der mächtigsten Männer auf diesem Kontinent. Was? Du hast vorhin nochmal mit ihm gesprochen? Ja, in der Tat. Ich habe meinen Plan weiterverfolgt, den ich in Shadowfell gefasst habe, und um Zeit zu gewinnen, ihm gesagt, dass ich mich mit ihm treffen werde. Ich bin mir noch nicht sicher, wie klug das Ganze ist. Wir wissen absolut nichts über ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr glaubt, ich könnte euch mit weiteren Informationen versorgen, aber das stimmt nicht. Ich habe in Steinspitz die Vermutung aufgestellt, dass Gesh die Person ist, die auch mich damals in einem Art Ritual der Magie nahebringen wollte. Ihr versucht das Gespräch so zu führen, dass es Master Jay und die Echsenfamilie nicht mitbekommen. Ja, genau. Ja, wir lassen uns halt so ein bisschen zurückfallen. Ja, das ist mir nur richtig. Ja. Auf jeden Fall macht. Ja, ich springe runter und warte dann hinter. Ich nehme dich hinten auf den Huckeback. Oh yay. Okay. Also die gehen etwas voran Also damals hast du Gash schon mal getroffen. Ich vermute es stark. Also war das Einzige, was wir ja jetzt das letzte Mal hatten in Shadowfell, war, dass die Kralle, zumindest wie du das zu mir meintest, vielleicht ein Asmodeus-Artefakt sein kann, aber scheinbar haben die diese Kralle ja nie gesehen. Also stimmt, es ist einfach die Idee, dass ich glaube, dass man mithilfe der Kralle diese Anzahl an Jüngern gut um sich scharen kann. Mhm. Ich habe sonst keine weiteren Hinweise darauf, dass Gash ein Artefakt von Asmodeus nutzt. Was er in jedem Fall kann und wir von der Gilde in Steinspitz wissen, ist, dass er Leuten Fähigkeiten verschaffen kann. Mhm. Aber und in Sahar ist jetzt quasi jeder ein Magier und es herrscht Chaos. Ist Sahar ein... Wie groß ist Sahar? Ist Sahar auch so groß wie Globe? Das weiß ich leider nicht. Aber es ist, du sagst, die schulden ihm einen Gefallen. Normalerweise bekommt man, also man kann doch nicht einfach so zum Magier werden oder magisch werden. Und also was ist dieser Gefallen? Die von der Silberflügel hießen die, glaube ich. Und die haben doch erzählt, dass als Gegenleistung sie eben Werbung für ihn machen sollen und neue Leute rekrutieren sollen. Aber das machst du nicht. Ich habe auch in meiner Kindheit nichts von Gash gewusst oder der Art und Weise, wie er Jünger um sich schart. Das Ritual mit ihm war nicht mehr erfolgreich. Es war nicht erfolgreich? Nein, ich konnte nicht zaubern.
trotz all der Bemühungen meiner Eltern und diesem Ritual. Aber wie? Aber seit wann kannst du zaubern? Es kam sehr, sehr viel später. In meiner Zeit in Steinspitz habe ich entdeckt, dass ich Zauber wirken kann. Wie hast du das entdeckt? Was gab es irgendwas? Ein Auslöser? Ein Auslöser. Ich vermute, es war ein emotionaler Auslöser. Eine Person, die mir sehr wichtig war, wurde bedroht. Und okay. Und seitdem geht das einfach so und Gash spricht mit ihr. Scheinbar. Das ist neu, seit wir in Shadowfell sind. Und sonst hast du seit den ganzen Jahren nichts von ihm gehört und auch keine Anzeichen? Seine Existenz überhaupt nicht bekannt. Das war für mich eine Gestalt aus meinen Albträumen. Und jetzt meldet er sich in Shadowfell mit einer sehr, sehr vertraulichen Nachricht an mich, dass ich ihn besuchen soll und er nicht weiß, wo ich bin, wie es mir ergangen ist in der Zeit. Aber irgendwas hat ihn offensichtlich aufgeweckt, als ich die Dimension gewechselt habe. Könnte das eine Falle sein von ihm? Das könnte absolut alles sein. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Aber wenn sein Ritual nicht erfolgreich war, woher weißt du dann überhaupt, dass du dann die Magie, die du hast, von ihm hast? Tue ich nicht. Okay. Ich wüsste nur auch nicht, woher sonst. Das bedeutet, wir haben noch keine eindeutige Verbindung, außer dass er mit dir sprechen kann. Richtig. Hat es damit angefangen? Ja. Womit? Das erkläre ich euch ein andermal. Ein ziemlich starker Schneesturm tritt auf. Der Wind wird stark. Es schneit sehr. Und es wird sehr, sehr kalt. Ihr deckt alle reflexartig eure Kapuzen über den Kopf. Macht die Klamotten so eng, wie es geht. Und würfelt trotzdem für mich einen Constitution Save. Mit Vorteil. Oh Gott, ich hätte eine Natural One gehabt. Ich habe eine 2 gewürfelt. Besser als eine 1, aber hey. Ach Gott. Constitution. Ein Constitution Saving Throw? Oder? Ja. Oh, okay, das ist gut. Da habe ich eine 8. Das ist immer schon. Ich habe auch eine 8. 16. 10. 6. Oh shit. Alle außer John bekommen einen Coin of Exhaustion. Ist es, weil es so kalt ist? Mhm. Dann darf ich eigentlich nochmal rollen. Ja. Achso, nein, du hast auch Vorteil gerollt. Hab ich? Hey, solltest du? Sollte jeder. Achso, und was mache ich mit noch einem Vorteil? Nee. Okay, ein Point of Exhaustion. Das heißt. Das bedeutet, ihr bekommt. Ganz sicher gibt es jetzt keinen Quatsch erzähle. Du musst morgen ganz sicher noch wissen, was das heißt. Ja. Point of X. Point of X. Exit. Jetzt. Ihr bekommt Disadvantage auf Ability Checks. Oh. Alle. Was? Das heißt, alles von Stealth bis Investigation über. Nature. Stimmt's nicht. Wenn ihr Vorteil auf irgendwas habt, ist es strange. Das liegt ja nahe, aber so ein Eismagier. Mhm. Hast du da eine Resistance? Kann das halt. Also bist genau. Oh bist, mein Gott. Das ist ja sehr naheliegend, aber sowieso, du würdest nur Vorteil bekommen, wenn dann. Ja, wäre auch nur Vorteil. Aber ich bin. Hast du ja eh geschafft, du bist der Einzige. Resistance ist ja immer nur Vorteil, würde oder? Würde Vorteil geben auf diese. Ja. Bis wir halt eine Short- oder Longrest haben. Genau, bis wir eine Short- oder Longrest müssen. Muss das eine Long Rest sein? Uiuiui. Wir finden es heraus, wenn es soweit ist. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Aber es müsste Long Rest sein. Mhm. Ich würfel mal für die Family und Master Jay. Oh. So, ich bin natürlich alle Vorteile. Okay, nur die Mutter scheint keinen Point of Exhaustion zu bekommen. Und Master Jay, easy. Der schafft's. Ja, diese Stürme hier, es ist wirklich laut, ihr hört diesen Blizzard, diesen Wind, es schlägt euch ins Gesicht, es beißt euch wirklich an die Haut. Das ist ziemlich typisch hier. Wir müssen jetzt einfach nur hier durchziehen. Gehen wir Kopf in Nacken. Du bist so ein Zwerg. Ja. Haben wir hier Eisschuppe? Ja, sagt der Vater. Sie haben gesagt, Piraten?
Ja, es waren Schmuggler oder Piraten in diese Richtung. Das waren die Leute, die haben angeboten, Leute nach Globa zu bringen. Wussten nicht, wie schlecht wir empfangen werden hier. Mhm. Es gibt eine starke, ich sag jetzt mal, Anti-Piraten-Fraktion im Süden. Wir sind zwischen Filzkau und Merm angekommen und unser Schiff hat es kaum geschafft, Anker anzulegen, und dann ging die Barrage von Feinden schon los. Da hab ich drüber gelesen, da gibt es eine Gilde, die der wahrscheinlich begegnet seid. Also hast du diese schnellen Reiter? Ich glaube, die schnellen Reiter, ja. Ja. Wer sind die? Wir sind die schnellen Reiter. Das stand in der Zeitung. Die Zeitung? Welche Zeitung? Das ist die eine Zeitung. Die du nicht vorgelesen hast. Ja, war ja auch nicht wichtig. Aber dann jetzt... Die sind... Also es gibt Piraten da im Meer, stand in der Zeitung. Und da gibt es eine Gilde, die halt die schnellen Reiter, die... Ja, die Piraten halt abwehrt. Huh. Von Globa aus. Zwischen Mermen und irgendeiner Stadt mit D. Dormen. Desta. Ja, Desta könnte es gewesen sein, ja. Das stand doch in der Zeitung. Okay. Und dann waren da nur noch so Anzeigen mit Anfragen. Mit Anfragen? Ja, wo Leute Sachen gesucht haben. Ich suche einen Kartoffelsack und biete 2 Möhren. Okay, und was haben die gesucht? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Und das ist jetzt schon länger her. Ich glaube, die haben alle schon gefunden. Okay. Ja, was labert der da? Schnell doch einmal am Scrollen. Warte, was habe ich ihm gegeben? Mann, das wird doch Stellenanzeigen. Ja, ja. Keine Diskussion, gibt es. Ganz sicher. Das war schön. Suche jemanden, der mein Dach repariert. Suche nach jemandem, biete... Globa-Kleiner. Biete Tanzunterricht. So. Nicht unüblich. Ja, ist tatsächlich gar nicht so spannend. Neuer Stecktag. Geil. Ich gar nicht. Ja, deswegen... Wollt ihr noch irgendwas wissen? Nein. Okay, dann... Weiter? Es geht schon langsam bergab. Ah, ich glaube, ja. Wir sind... Ungefähr auf der höchsten Stelle, auf der wir sein müssen, um wieder bergab zu gehen. Mhm. Brauchst du Hilfe beim Schlitten schieben, Master Jay? Ich komm klar, dankeschön. Guck lieber auf dich selbst. Ich glaube, deine Augenbrauen sind eingefroren. Ja. Sind sie. Im Rumfuchteln fallen lang. Einige Augenbrauen runter. Bist du eingefroren? Elmo, du musst eigentlich darauf warten, dass das wieder auftaut und nicht das jetzt. Okay. Okay. Corin, kannst du Feuer machen? Jetzt? Also der Sturm ist ein bisschen. Okay. Also ich meine, an meinem Stab würde das Feuer schon bleiben, aber. Also. Nee, passt schon, wir müssen uns nicht beeilen. John, kannst du Stürme auch wieder. Einsammeln? Leider nein. Mit diesem Wetter müssen wir leben. Okay. Oh nein. Okay. Aber wir sind schon über dem Berg, also wir laufen wieder runter. Und der Schnee schon wird stärker. Wir waren noch weitere Stunden. Jetzt verliert ihr auch Zeit, weil ihr eindeutig langsamer geht. Ja. Die Sicht wird schwerer. Und ja, es wird immer... Hier oben kann es richtig kalt sein. Wer hatte die Idee, hier lang zu das gehen? Das wollte ich auch gerade fragen. Ich habe euch nur gesagt, wie es schnell geht. Ist das schnell? Wahrscheinlich immer noch, aber ein bisschen langsamer. Das ist so ziemlich das Stärkste, was ich hier erlebt habe vom Schneesturm her. Na toll. Ich habe eine 94 gewürfelt. 100 wäre natürlich der stärkste Sturm. Wie häufig bist du denn hier schon? Hunderte Male. Also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich mache das schon seit ich 25 bin oder so. Und wie alt bist du? Oh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. 50, 60 irgendwo dort. Das kenne ich. Das glaube ich dir. Du hast schon kaum noch Augenbrauen. Nicht Elmo, nicht nochmal anfassen. Okay. Hier waren halt noch zwei weitere Stunden. Wie hoch ist unsere Sicht? Hoch? Oder weit? Ja. Sorry, ja. Wie weit können wir jetzt gucken?
5 Stufen. 1,5 Meter. Nach vorne. Es ist absolute Schneefront. Ja. Dann würde ich gern meinen Wand of Enemy Detection benutzen. Und sicherstellen. 100 Meter detektet das alles, was dir was Böses will. Okay, jetzt muss ich kurz interpretieren, ob Dinge, die einfach da leben, die was Böses wollen würden. Jetzt kommt drauf an, ob sie uns vermerkt haben, weil dann könnten sie ja schon so sein. Aber der, wie lange hält der? Wie lange hält der? Also, sorry, ich weiß es nicht. Okay, ich meine eine Stunde. Ich meine auch, dass der einfach ein bisschen Dauer hat und wir einen Teil der Reise damit uns absichern können. Für den nächsten Minute. Auch das wurde jetzt gebufft auf eine halbe Stunde. Eine Minute? Ja. Das ist ja ganz schön. Das ist wirklich sonderlich gut. Jetzt ist es eine halbe Stunde. Mhm. Okay. Ja, dann nutze ich die, wo der Sturm richtig stark wird. Nutze ich den. Gut. Soll ich da jemanden Ausschau halten? Dann voran in dem Go, ja. Ja, dann würfel direkt mal noch Perception. Weil das mit dem Stab so. Darf ich auch, weil ich aufcallen, also voll groß bin jetzt. Natürlich. Immer wenn du mal hochguckst. Ja. Natürliche Eins. Oh, shit. Nachteil. Ach ja, du musst alles auf Nachteil jetzt würfeln. Du nicht. Nee, ja. Ja, ich habe eine 3 gewürfelt, also. Ja, das wird auch nicht. Ihr seht nichts. Aber du spürst auch nichts, was gut ist. Das wäre es nur gewesen, ich kann meinen Stab nicht mehr sehen. Okay, ihr geht weiter voran. Und der Master sagt, wir sind hier gleich durch, also gleich ist es definitiv bergab, ich verspreche es euch. Aha. Das habe ich auch noch nie gesehen. Suche ich mal für ihn einen Survival-Check. Ob er überhaupt den richtigen Weg findet. Das ist ja auch Vorteil, er kennt die Gegend. Bin mir ganz sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es muss jederzeit bergab gehen. Oh, okay. Das wird alle für mich noch einen Constitution Saving. Kann ich das, Johnny, kann ich das survival-technisch grob einschätzen, wenn er sich super verläuft auf dem Berg? Ja, das wäre, indem du versuchst, Norden, Osten im Blick zu halten, was ultra schwer ist. Also auf jeden Fall, aber sowieso auf Nachteil, weil du exhausted bist. Ja, also jetzt erstmal ein Point of... Saving Force auch auf Nachteil. Saving Force nicht, nein. Saving Force nicht mit Nachteil. Okay. Der ist mit Vorteil. Der ist mit Vorteil, weil ihr dick angezogen seid. Oh, weil okay. Ah, auch, erstmal den. 3 und 2 gewürfelt alle. Ihr habt doch alle vorher mit Vorteil gewürfelt, oder? Beim ersten? Ja, haben wir. Ja. Oh Gott. Ja, zögern. Ja, würfeln. Also nein. Wirklich mit Vorteil. Die waren alle mit Vorteil. Ja. Okay, weil ich habe gerade natürlich 1 gewürfelt. Ja, noch. Oh. 10. 14. 19. 14. 10. 14 reicht, 10 und 10 nicht. Ihr kriegt jetzt einen zweiten Point of Exhaustion und eure Geschwindigkeit ist nun halbiert. Oh, cool. Und jetzt würfel ich mal noch auf Survival, aber auf Nachteil, ne? Ja. Ihr merkt, dass Elmo und Corin mit Snorri noch auf dem Rücken nicht mehr wirklich mithalten können. 15. Du glaubst, ihr geht ein wenig zu weit links. Also ihr geht ein wenig zu weit nach Osten. Irgendwas mit der Himmelsrichtung scheint nicht so ganz zu stimmen. Ich bin aber schon ein bisschen abgefallen hinten, ne? Die Familie hat es komplett geschafft und Master Jay auch. Okay. Corin, soll ich absteigen? Nee, das passt schon. Master Jay? Ja. Ich glaube, wir laufen ein bisschen zu weit in... Also, die Himmelsrichtung. Wir sind falsch. Er bleibt kurz stehen. Hat einer von Ihnen vielleicht etwas Licht? Selbstverständlich. Und ich eile durch den Schnee und kratze gleich. Okay, aber das ist super. Komm mal einmal ganz kurz mit mir nach links. Wir schauen mal, ob das stimmt. Rand in die Gegend. Ich folge ihm. Schaut sich um. Ja, sieht so aus, als hätte sie recht. Okay, wunderbar, gut gesehen. Wir müssen uns nochmal neu orientieren. Eine Sekunde. Etwas weiter nach rechts. Ich glaube, wir haben nicht allzu viel verloren, das sollte okay sein. Tut mir sehr leid. Kein Problem. Wir sind bald wieder sicher. Und ihr wandert weiter. Gibt es aber 10% Rabatt auf den Preis. Jetzt sehe ich aus wie ein Wettergott oder so. Ihr merkt beim Gehen sehr schnell, dass Elmer und Corin nicht mehr mitkommen. Ich eile zu Corin. Corin. Sorry. Willst du nicht vielleicht doch lieber auf dem Schlitten fahren? Ja. Und dann ist da noch ein Platz, ne? Mhm. Also es gibt, du sitzt drauf und der Junge sitzt. Ach so, nee. Ach so, ich sitze drauf. Ja. Nee, ich dachte,
Also dann fragen wir sie bestimmt runtergehen. Ja. Nein, aber wir können das Snorri auf jeden Fall wieder auf den Schlitten setzen. Snorri, möchtest du doch Platz auf dem Schlitten nehmen? Ich glaube, dann ist Corinne ein wenig schneller. Ja. Wollt ihr euch nicht auf den Schlitten setzen, Elmo? Ich halte nichts von langen Diskussionen. Setzt ihr beide euch auf den Schlitten, das sieht am schlimmsten aus. Und du wirst zu klein sein. Du teilst sie mit Nataro den Platz und dann machen wir das. Okay. Jetzt. Gehorcht ihr? Ja. Ich glaube, der eine ist ein bisschen eingefroren. Sekunde. Er geht hin. Fass dich so an. Alles okay bei dir? Oh, meine Güte. Greif in seinen Rucksack, gib dir noch einen Schal oder was auch immer finden kann. Schmeiß das über dich drüber. Setz dich jetzt. Er trägt dich persönlich auf den Schlitten. Danke, Master. Er zieht euch weiter. Ich schaue, ob er jetzt... Ja doch, nee, er weist durch dich den richtigen Weg. Okay. Ihr geht. Ich schaue kurz, ob der Sturm endlich ein wenig chillt. Eine 22. Ihr merkt, wie der Sturm in wenigen Metern plötzlich um einiges an Power verliert. Eure Sicht weitet sich auf bestimmt 10 Meter. Und ihr könnt wieder... Ist es euch weniger kalt? Ich werde euch jetzt nicht mehr würfeln lassen. Mhm. Was der Jay sagt. Das sieht doch schon um einiges besser aus. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt hier gleich einen Stein sehen und dort drüben noch einen Baum, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und geht weiter und er findet Stein rechts, links ein Baum. Okay. Gut, jetzt geht's bergab. Es wird jetzt nur noch wärmer. Machen Sie sich keine Sorgen. Und genau das passiert. Geht bergab. Mhm. Jetzt haben wir es gleich. Elmo, bist du noch okay? Glaub, ist nichts abgefallen. Doch, ein paar Augenbrauen tatsächlich. Du musst jetzt echt noch warten, bis das ganz fertig aufgetaut ist, sonst fallen die anderen auch noch aus. Sagst du mir Bescheid, wenn... Okay. Gut. Ihr geht den Berg herab und ab einem gewissen Punkt durchdringt ihr quasi eine Wolkenwand beim Heruntergehen. Es liegt kein Schnee mehr vor euch und ihr könnt die Flüsse in Richtung Kam bereits sehen. Also nicht in Richtung Kam, sondern die Flüsse, die zwischen euch und Kam liegen, sehen. Da hinten ist die Hauptstadt, da unten beginnt die Straße, ab hier drehe ich um. Das ist okay. Dankeschön. Achso, sie kriegen noch Geld. Ja, bei 100%. Ja. Ihr kommt unten. Dann gehe ich zu ihm und gebe ihm 60 Gold, wann das. Also ihr geht noch mit euch nach unten dahin, ja. So bei der Straße, okay. Wunderbar. So, genau, vielen Dank. Checkt ihr ein. Und Sie drei? Nehmt ihr uns mit? Führt ihr uns irgendwo hin? Sagt der Vater. Ja, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück. Okay. Das ist gut. Dann vielen Dank, Master. Dankeschön. Ja. Gib mir die Sachen wieder. Oh, ja, natürlich. Und die sehen ihre Mäntel aus. Und ihr auch. Nehme ich erstmal an. Ich habe meine Schuhe. Ja, bitteschön. Schuhe. Komplett ein Block Eis. Packt alles in deinen großen Rucksack, schmeißt ihn auf den Schlitten. Kriegen Sie nicht Ihre 10 Gold zurück? War das nicht eine Art Leihgabe? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Die Familie. Nein, die Familie habe ich. Die musste dafür bezahlen. Ach, Jura. Ach. Mach doch nicht den Stress für 10 Gold. Ich will denen doch nur ihr Geld wiedergeben. Master muss auch irgendwo von leben. Das ist wirklich lieb von Ihnen, Dankeschön. Wir wollen nur erstmal irgendwo in Sicherheit sein. Elmo, deine... Jetzt geht wieder. Nun gut, viel Erfolg noch bei was auch immer. Und er dreht um und wandert wieder hoch. Auf Wiedersehen. Und dann wieder auf einer normalen Straße. Wie wäre es, wenn wir in Kampf für Familie Eishub eine Kutsche besorgen, den Kutscher bezahlen. Exakt mein Gedanke. Ach. Und wir sollten Brief vielleicht noch dazu schreiben. Na, mitgeben. Dann ich ja, oder mitgeben. Ja. Toleranz von Kam und Lizard Folks, weiß ich da. Ich hab nie was von Lizard Folks gehört. Okay. Aber ist ein guter Gedanke, würde ich auch umgehen wollen. Wir holen irgendwie in den Vorfeldern, Vorstadt von Kam eine Kutsche und lassen die Kutsche aussuchen. Ja, also ich möchte nicht. Nö, ja. Genau. Mit nach Kam können wir euch nicht nehmen. Wenn ihr in Tordin ankommt, dann müsst ihr einfach nur rufen,
die Helden waren da. Und ihr geht Richtung Großfuß Taverne. Okay. Und da bringt ihr uns jetzt hin oder schickt ihr uns hin? Was genau ist das? Da können wir euch leider nicht hinfolgen, aber wir werden euch eine Kutsche besorgen, die euch möglichst schnell dorthin bringt. Das ist sehr gut. Und einen Brief, damit dann auch alles erklärt wird. Sehr gerne, ja. Vielen Dank. Die Helden sind da. Waren da. Tada! So zusammen. Okay, gut, dann. Weil, wenn man sagt, die Helden sind da, dann sind wir da. Und sie sind nicht da. Also, die sind dann woanders. Gibt's Pfeffer. Aber Snorri Popokitok, den Namen merken Sie sich am besten. Und wenn Sie den da sagen, jeder kennt den. Okay. Klingt gut. Sprechen Sie mit Herb. Alles klar. Dankeschön. Wunderbar. Und ihr geht den normalen Straßenweg Richtung Kam. Sind die sehr auffällig so, wenn sie jetzt so gehen? Die sind größer als ihr, die haben einen längeren Hals, die haben einen Panzer auf dem Rücken, die sind, in dem Fall sind sie relativ graue Schuppen, haben Klauen, keine Schuhe an, sondern Hexenfüße, also ja, okay. Sehr. Dann nehmen wir die in die Mitte. Oder wir suchen ein Versteck und komm. Ich würde... Gib mir eure Mäntel. Ich hab keinen. Haben wir Mäntel? John hat einen an. Hast du keinen Mantel an? Also keinen Umhang? Nein. Das würde mich beim Schießen voll Kanne behindern. Weißt du, wie gefährlich das wäre mit einem Mantel? Stell dir mal vor, ein Mantel würde in meinen Pfeil kommen und ich würde den dann abschießen. Dann schießt du dich mit? Ja. Cool. Und das geht nicht. Nee, das wäre tatsächlich nicht von Vorteil. Aber John, du hast einen. Du hast einen. Frisst dir noch etwas. Geht ein bisschen geduckt, ja? Okay. Wir wissen nicht, wie Leute auf euch reagieren. Kein Problem. Wir gehen auf allen Vieren und zwar relativ natürlich. Die Stadt ist nicht wirklich mehr auf allen Vieren gehen. Das ist nicht mehr auf. Was ist, wenn wir einfach abseits des Strafe ja, genau, und den Kutscher sagen, dass sie da. Ja, wenn der Kutscher. Wie weit ist es noch nach? Ja, wir müssen noch über zwei Flüsse rüber. Hast du deinen alten Mantel auch weggetan? Hast du den vielleicht noch dabei? Den habe ich leider nicht mehr, nein. Aber wie groß ist dein bodenloser Beutel? Ich glaube, ich kann da drin nicht atmen. Hey, dann lass uns doch abseits der Straße gehen, der Hauptstraße gehen. Wenn nicht, okay. Die Leute vorbeikommen und wenn, dann schirmen wir die ein bisschen ab. Ja. Okay, ja, und dann muss doch mal sie sagen, natürlich. Ja. Sie meinen also, die Leute würden nicht unbedingt gut auf uns reagieren. Das wissen wir leider ja, einfach nicht. Wir wollen kein Risiko eingehen und wir wollen natürlich, dass ihre Familie möglichst schnell in Torden ankommt. Und sicher. Ja, das ist nett von Ihnen, danke. Ihr geht also ein paar Meter abseits von der Straße und geht Richtung... Ja, also ich würde auch ein paar Meter mehr in Kauf nehmen, wenn dann ein kleiner Weg ist oder so. Also ich will mich jetzt nicht 30 Jahre durchs Dickicht schlagen. Das Problem ist, die Brücke ist halt, kommt bald und dann musst du halt... Sehe ich, ja. Wieder zur Hauptstraße. Okay. Die werden super auffallen. Ja, sonst gehen wir rein, holen Kutscher, gehen mit dem... Lassen uns auch mit dem Kutscher dahin, mit der Kutsche dahin fahren, schauen, dass die auch da gut reinkommen und dann... Lassen wir sie davon reisen. Wir müssen den Kutscher wahrscheinlich sehr gut bezahlen. Mhm. Ich meine, wir sind ja auf einer Hauptstraße in Richtung Hauptstadt. Mhm. Vielleicht kommt ja eine leere Kutsche vorbei. Ich würde mich aufmerksam... Also ihr seid noch auf einer Nebenstraße. Aber die kreuzt bald die Hauptstraße. Das ist direkt bei der Brücke. Also dann wahrscheinlich irgendwie hier so... Also wir müssen hier rüber, genau. Aber wir sind wahrscheinlich, genau. Ja, wir sind ja östlich rum. Also, ja, genau. Ja. Und wir sind wahrscheinlich halt hier noch hinter Berg dazwischen, genau. Vor der Brücke. Ja, genau. Perception. Ihr seid immer noch sehr langsam. Die beiden können nicht in voller Geschwindigkeit gehen. Okay, ja. 16. Bisher siehst du keine Kutsche auf dieser Straße. Okay. Und durch die Geschwindigkeit braucht ihr noch ein wenig, bis ihr die Hauptstraße wieder kreuzt. Ihr folgt der Straße. Die Familie mit euch. Ihr seid sehr erschöpft. Die Familie auch. Also wir gehen aber ein bisschen abseits. Genau, wir sind so im Dickicht drin.
Ja, ihr seid ihr so, dass ihr am Fluss angekommen seid. Der ist der und rechts von euch ist halt die Brücke. Der ist links abseits gegangen, und rechts ist die Brücke. Ich würde vorschlagen, ich stelle mich auf die Straße und versuche eine Kutsche abzufahren. Wenn die Brücke das Problem ist, wir können da mit Leichtigkeit drüber. Doch, aber. Nicht sehr gut. Das ist ein ordentlicher Fluss. Wir können es natürlich so machen, dass wir über die Brücke laufen und wenn sie mit dem Wasser kein Problem haben, schwimmen sie unter der Brücke durch. Ja, ganz gerne, auf jeden Fall. Ja. Kann ich einschätzen, wie reißend der Strom ist? Nature. Rufen wir einen Nature-Check. Sechs. Ich muss sowieso auf Nachteil rufen. Aber wir nehmen die Sechs. Das kann auch eine Eins werden. Das ist so schade. Oh no. Das ist gar nichts Lustiges ein, außer du dir nicht mal sicher bist, ob das Wasser ist. Keine Ahnung. Nein. Du weißt es überhaupt nicht. Null Idee. Ja, ihr könnt ja schwimmen. Ja. Ihr macht das schon. Und die drei. Ich gehe über die Brücke. Okay. Und die drei gehen ins Wasser und schwimmen los. Und ihr merkt, wie besiegen die Strömung und Leichtigkeit. Schwimmen Richtung Brücke. Okay. Während wir über die Brücke gehen, gucke ich dann trotzdem nach jeder möglichen Kutsche. Ja. Und sobald die auch nur ein bisschen so ausschaut, als könnte die frei sein, würde ich die zu mir ranwinken. Du siehst eine Kutsche aus der Stadt kommen mit Proviant. Also es sieht aus, als würden die Dinge transportieren. Lass dich vorbeifahren. Ja, vorbei. Ich würfel mal kurz ein paar Wahrscheinlichkeiten aus. Okay, ihr geht ein wenig, die steigen unter der Brücke wieder raus. Ihr trefft euch wieder am Rand der Straße und die gehen wieder zu euch. Du gehst auf der Straße, war das auf Rutschen? Ja, würde ich vorschlagen. Ja. Gut. Und da ich mit einer geringen Chance eine 95 gewürfelt habe, kommt von hinten eine Transportkutsche mit zwei Leuten drin, zwei älteren Kerlen, die und vorne ein Kutschier, der mit der die Kutsche entführt. Nach vorne. Okay. Und in die Richtung. Winke die zu mir. Ja, Kutschier hält an. Meine Herren, eine Sekunde bitte. Steig ab. Ist alles in Ordnung? Das hoffe ich sehr. Ich bin auf der Suche nach einem Transportmittel. Ja. Ich werde die beiden zu den Stadtfahren bringen und dann bin ich soweit. Alles klar, wir würden gerne. Also meine Reisenden und meine Reisegruppe und ich würden gerne vor den Stadttoren starten. Könnten wir uns davor wieder treffen? 100%. Ich bringe die rein, mache die Geschäfte und dann kommt die da raus. Alles klar. Dann, was schätze ich, wie lange brauchen wir dahin? Zu Fuß. Das kann bestimmt noch 3-4 Stunden dauern auf jeden Fall. Okay, dann sage ich ihm das, dass wir dann vor den Stadttoren warten werden. Wunderbar. Bis gleich. Direkt nochmal ein Geschäft gemacht. Klasse. Meine Herren, es geht weiter. Und diese beiden sitzen dort, haben beide so richtig schnösige Klamotten an, sind echt. Also die zeigen, dass sie sehr wohlhabend sind, sitzen da drin und würdigen euch keines Blickes. Okay. Und sind sehr alt. Ja, dann kehre ich, nehme die Straße zurück und berichte euch. Und? Ich habe tatsächlich eine Kutsche erreicht. Die wird vor den Stadttoren auf uns warten, wenn sich der Kutscher daran hält. Okay, das ist gut. Wie lange brauchen wir noch? Ich schätze, es sind noch einige Stunden. Einige Wegstunden bis nach Kam. Und dir fällt ein mit den beiden. Also die Preise dauert knapp verdoppeln. Kann man das, indem man sich hilft beim Laufen irgendwie beschleunigen? Ja, ich würde euch ein Drittel der Geschwindigkeit trotzdem abziehen, weil ihr immer so schnell geht wie der ist ja logisch. Aber ihr lauft dann statt 30 Fuß pro Runde, demnach 20 Fuß pro Runde. Ja. So in der Richtung. Dann würde ich halt die nicht mehr so schnell laufen können, keine Ahnung, Arm unter die Schulter legen und los. Geht wie eine Gruppe Verletzter. Ich laufe noch. Ich schiebe ein bisschen. Die eine oder andere Kutsche fährt vorbei. Ihr seht, die schauen euch an wie betrunken oder irgendwelche Rowdies, die sich irgendwie irgendwas Blödes über quasi was Doofes passiert sind. Sie schauen aber nicht sehr interessiert. Also die scheinen die Ex-Menschen, die zwischen euren Rängen sind, nicht wirklich zu beachten. Und besonders nicht irgendwie panisch zu werden oder so. Ja. Fahren vorbei und zurück. Und ihr geht 6 Stunden Richtung Stadttore, die ihr jetzt seht. Und vor den Stadttoren ist ein Typ,
der quasi gerade Gold zählt. Er ist, als kurz in den Himmel schaut, ein bisschen Kopfschüttel nach vorne geht und dich entdeckt. Und dann, ja, quasi her, wie die Kutsche steht jemand. Ja. Ja. Kommst zu ihm. Wo sind die anderen? Weiter hinten, weiter abseits? Die kommen sofort. Wir haben einen sehr besonderen Auftrag. Mhm. Es soll nach Torden gehen. Ja. Jedoch abseits großer Städte und großer Menschenmassen. Aha, ja, muss ich ja mal schauen. Ja, sonst werde ich zum komplett durch Kamon und um Weste herum. Ja. Ja. Die Reise ist nicht für mich, sondern für meine Freunde. Sie machen aber nichts Illegales mit mir, oder? Selbstverständlich nicht. Es geht nur um... Dafür kann ich mehr verlangen. Aha. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Sie sich nach unserem Gespräch nicht ausreichend entlohnt fühlen. Mhm. Das klingt doch mal sehr gut. Wir schätzen Diskretion und eine sichere Fahrt. Alles machbar. Wenn das geboten wird, bin ich bereit, dafür zu bezahlen. Gerne. Wunderbar. Worum geht's? Ihr seid in Sichtweite sicherlich. Mhm. Ich winke in eure Richtung, dass ihr... Ich humpel hin. Die machen sich auf den Weg. Genau. Ah. Geht's in der Kutsche? Was ist das? Na, Karneval oder so? Nichts dergleichen. Das sind Freunde von uns, die gerne nach Torden reisen würden. Mhm. Bist du auf Inside würfeln? Oder Perception? Nein, zum Beispiel. 11. Okay. Was sind das? Die kommen quasi drauf zu. Jetzt, ja, genau. Jetzt kommen die ungefähr an. Er geht noch einen Schritt zurück. Das sind super nette Leute. Und die werden in Torden schon vermisst. In Torden hat solche Leute? Ja. Die stehen direkt da, sagen auch Namen. Oh mein Gott, sie sprechen. Ja, ja. In dem Zuge würde ich hier vorstellen. Das ist... Doro, Fina, Zorn. Genau. Hallo. Mein Name ist Carsten. Sie kennen Sie denn? Während ich die einladende Geste in Richtung der Familie mache, hebe ich ein kleines Goldsäckchen hinter meinem Kopf empor. Mhm. Okay. Gut. Steig ein. Reden gleich über Preise. Wir müssen noch einen Brief schreiben. Ja. Ja, man macht das. Ich unterhalte mich mit dem Kutscher. Also ich gehe ein bisschen weg von der Kutsche. Das heißt, dass unsere Unterhaltung nicht unbedingt in der Kutsche zu hören ist. Die drei schauen mich an. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber der tut uns doch nichts, oder? Nein. Nein. Kutscher sind hier sehr vertrauenswürdig. Okay. Und also, hier ist der Brief. Mit dem seid ihr sicher in Torden. Okay. Was steht da drin? Ja, das... dass das Freunde sind und von den Helden Snorri, Popoki, alle Namen. Ja. Wollt ihr auch noch unterschreiben? Dass das echt... Eine Büro-Grußkarte. Janet von Human Resources hat Geburtstag. Ja, ja, eine Unterschrift. Carl. Okay. Also, was unterschreibst du? Das kennen. Ja, gut, dass ich das weiß. Dass ich das weiß. Ja. Genau wie du. Ich mach nur so. Ja, okay. Okay, also. Danke. Okay, wunderbar. Und wir reden mit einem Herb? Ja, da steht drin, dass ihr eben die Freunde von den Helden seid und dass ihr ja auch nicht so unähnlich von Kobolden seid und immer auf der Flucht seid und dass ihr Hilfe braucht und wirklich lieb seid und solche Sachen. Okay. Dann vielen Dank. Und da steht es da mit dir. Ein bisschen abseits. So. Ich gebe mir nicht unbedingt was an, aber was... Komm her. Ich weiß, das ist eine sehr ungewöhnliche Erscheinung. Ja. Aber das ist einfach nur eine Familie, die in Torden leben möchte. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Geschäft mal eine
solche Reise anzutreten sehr lukrativ sein wird und möglicherweise wird es sich lohnen, wenn die Sache sehr gut geht. Haben Sie ein Angebot? Selbstverständlich. In diesem Päckchen sind 100 Goldstücke. Er nimmt das. Macht auf, fängt an durchzuzählen. Nimm die so 3 Minuten. Macht zu. Hier. Absolut keine Diskussion. Niemand wird sie sehen. Niemand wird von ihnen erfahren. Die Reise wird ein paar Tage dauern. Haben Sie die Rationen parat? Haben Sie die Leute versorgt? Können wir Ihnen was geben? Ja, ich habe so viel. Ja, wunderbar. Dann reichen wir das mal in die Kutsche. Gib auch bitte einfach dem Kutscher schon gleich was. Genau, ihr gebt 8 Rationen, 2 Tage für alle 4. Ja. So, vielen Dank. Wunderbar. War wunderbar, die Geschäfte zu machen. Alles Gute. Er kriegt ein großes Grinsen, setzt sich hin. Schau wieder kurz ein wenig nach hinten. So, dann wo kommen Sie denn her? Und dann reitet er los. Wieder jemanden gerettet. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Ein bisschen. Ich fahre gleich aus dem Latschen und vielen gehen. Dann tut mein Nacken weh. Ich kann euch schieben. Kann ich uns noch schieben? Ja. Wenn ich vorschlage, suchen wir uns eine Taverne an der Nähe des Osttors. Es ist jetzt etwa 18 Uhr. Also seid ihr das gute 10 Stunden. Ja. Ja, okay. Ich schiebe, indem ich... Meine Hände sind am Rücken, aber ich schiebe nicht wirklich. Geht durchs Osttor und findet eine Taverne. Geht hinein. Wenn ihr wollt, können wir das alles ein bisschen vorskippen. Oder möchten ihr was Bestimmtes? Ja, also, da ich noch relativ fit bin, würde ich das anführen, zum Tresen gehen, ein Zimmer für uns bezahlen. Die Helden sind da. Tada! Yes. Gut, ihr bekommt das Zimmer für alles zusammen für 2 Gold. Mhm. Für die Nacht. Das ist ein schönes Zimmer. Groß genug für 7 Betten. Tisch in der Mitte. Und macht dort eine Rast. Passt aufeinander auf. Ich will nicht zurückkommen und irgendjemand ist weg. Oder draufgegangen. Wenn du uns nochmal so verarscht, dann ist deine Blutlinie das geringste Problem, das du hast. Ihr hört über euch das Spannen von Gummi. Und rechts hörst du ein richtig tiefes, bedrohliches